Auf Streife. Der besorgniserregende Notruf einer Mutter bringt Michael Weber und Ben Decker auf die Spur einer unfassbaren Straftat. Der Freund der Tochter scheint völlig durchgedreht zu sein und bedroht die Frauen. Zu ihrem Schutz haben sich die beiden im Schlafzimmer verbarrikadiert. Hallo, Mann! Hier ist Polizei! Hallo, Mann! Ja, der hat irgendwie einen Krampfanfall, der hat Schaum im Mund. Ist das, kennen Sie das? Hat er das schon mal gehört? Nein, das hatte der noch. Hallo, für den 15:30. Noch gehen die Beamten davon aus, dass gesundheitliche Probleme den rätselhaften Krampfanfall ausgelöst haben. Diese Vermutung soll sich gleich jedoch als falsch herausstellen. Ich war noch oben mit ihm. Da wollten wir halt, ja, unser erstes Mal halt miteinander verbringen. Und halt unsere gemeinsame Nacht halt, wie gesagt, halt machen. Das ist also Ihr Freund? Ja, das ist mein Freund. Und plötzlich, ich bin halt ins Badezimmer, um mich halt nochmal frisch zu machen. Ich kam aus dem Bad raus und er ist völlig ausgerastet. Okay. Er ist komplett ausgerastet. Also vorher war er völlig normal? Er war völlig normal und von einem auf den anderen Blick ist er komplett ausgerastet. Ist, hat rumgetobt, hat mir auch auf die Lippe geschlagen, mich angegriffen. Sie haben sich dann in das Zimmer geflüchtet. Ja. Und Sie sind die Mutter? Ja, ich habe Sie angerufen. Ja. Wie heißt er denn? Max Erz. Warum der romantisch geplante Abend diese überraschende Wendung genommen hat, ist allen Beteiligten völlig unklar. Der eingetroffene Rettungsdienst übernimmt die Erstversorgung des Mannes. Unterdessen befragen die Beamten die Frauen zu dem Sachverhalt. So, ist er krank? Nein. Wie lange kennen Sie den denn schon? Ich kenne ihn jetzt schon seit der 5. Klasse. Oh. Wir sind jetzt auch schon seit einem halben Jahr zusammen. Also der ist nicht krank. Epileptische Anfälle irgendwie nicht bekannt? Nichts. Sie kennen die Eltern von ihm? Er ist komplett gesund, ja. Ja? Wie alt ist er denn und Sie? Er ist 16. Und Sie auch? Ich bin auch 16. Okay, dann wem gehört die Jacke? Die gehört ihm. Okay. Die Eltern wissen, dass er hier ist? Ja. Gab es noch irgendeinen anderen äußeren Anlass, der dazu geführt haben könnte? Eigentlich fällt mir echt überhaupt gar keiner ein. Also ich bin halt auch aus dem Badezimmer raus. Und die Eltern gehen nicht dran. Ja. Ich bin dann halt ganz normal aus dem Badezimmer raus und dann ist er direkt auf mich zugestürmt und hat mich aufs Bett geschmissen und wollte halt auch direkt anfangen. Das ging mir doch alles viel zu schnell, deswegen habe ich angefangen, ihn wegzustoßen, aber er hat mich direkt ins Gesicht geschlagen. Hat er schon mal was mit Drogen zu tun gehabt? Nein, noch nie. Ja, weil jetzt ein typisches Verkaufstütchen. Ja. Aber da kann natürlich auch eine Tablette drin gewesen sein, das lässt sich natürlich jetzt nicht mehr prüfen. Wir machen einen Drogentest mit dem durchführen. Wir nehmen das mal so mit das Tütchen und lassen das mal bei uns analysieren, ob die noch feststellen könnten, welche Rückstände da noch drin sind, was er genau genommen hat. Michael Weber und Ben Decker nehmen auch das Schlafzimmer des Teenagers genau unter die Lupe. Die Beamten befürchten, dass dieses traumatische Erlebnis bei der jungen Frau Folgen hinterlassen könnte. Möchten Sie mit einer weiblichen Kollegin noch mal sprechen über den Sachverhalt? Die Möglichkeiten geben wir Ihnen. Wir haben ja auch Beratungsmöglichkeiten, gerade weil es halt das erste Mal in Anführungszeichen sein sollte, was jetzt so dermaßen, sag ich mal, in die Hose gegangen ist. Wenn Sie lieber mit einer weiblichen Kollegin sprechen wollen, die das zu Papier bringen, können wir das gerne ermöglichen. Das ist kein Problem. Sie können auch eine Strafanzeige stellen wegen Körperverletzung, eventuell Versuch der Vergewaltigung. Das kann ich jetzt so nicht beurteilen. Das wird dann die Kollegin dementsprechend mit Ihnen besprechen, welche Möglichkeiten Sie haben. Ja, dann würde ich Ihnen sagen, dass Sie allererstes mal zum Arzt gehen, lassen sich untersuchen, ja, lassen das auf Papier bringen, mit Ihrer Mutter natürlich, gar keine Frage. Und dann, dass Sie bei uns auf der Wache mal vorstellig werden und dann führen Sie halt ein Gespräch mit einer Beamtin, die dafür auch ausgebildet ist, ein vernünftiges Gespräch mit Ihnen zu führen. Ja, dann verbleiben wir so. Noch wissen die Eltern des 17-Jährigen nicht, was ihrem Sohn vorgeworfen wird. Bevor die Beamten dorthin fahren, wollen sie sich ein Bild vom Zustand des Teenagers machen. Der aggressive Schüler könnte für die Rettungskräfte eine große Gefahr darstellen. Obwohl der Junge immer wieder wegdämmert, kann er Ben Decker gleich einen wichtigen Hinweis geben. Wir haben einen Schnelltest gemacht. Okay. Ich hab das Zeug genommen. Ganz ruhig, schneller. Max, der Name ist richtig, ne? Hallo. Ist das normal, dass er immer wieder einstellt? Ja, der ist normal. Ja, das gemacht. Hallo. Wer ist Kai? Was hat er, Kai ist sein großer Bruder. Ja, der sagt den ganzen Zeit den Namen Kai. Der Kai ist sein großer Bruder, so ein älterer Bruder. Ja. Was ist mit Kai? Ja, der ist so ein letzter Beruhig. Also Drogenschnelltest war negativ.
Keine Drogen. Auf Methadone getestet, das ist okay. Ja, ich glaube, dem kriegen wir jetzt erstmal nichts raus. Nee, wir müssen jetzt los. Ja, wir müssen alles klar. Gehen in die Notfallaufnahme und wir werden jetzt da mal mit seinen Eltern sprechen müssen, denke ich. Sonst müssen wir irgendwie den Fall klären. Ja, ich habe jetzt über Arno nachgefragt. Wir haben im Moment kein weiteres Einsatzmittel in der Nähe. Deswegen fahren wir jetzt hin, das ist direkt um die Ecke, und prüfen mal. Weil wir können nicht definitiv sagen, was der Junge jetzt genommen hat, ob der Medikamente nimmt, was jetzt seine Freundin noch nicht weiß, ob er einen epileptischen Anfall gehabt hat. Das, alle Möglichkeiten bestehen. Oder vielleicht auch Drogen. Ich habe das Tütchen mal mitgenommen. Das wird bei uns mal untersucht, was genau da drin gewesen ist. Wir prüfen jetzt mal, vielleicht kann uns da der Bruder was sagen oder die Großmutter. Wir schauen jetzt erstmal da vor Ort weiter. Michael Weber und Ben Decker sind gespannt, was sie im Elternhaus des Jungen erwartet. Als sie vor Ort ankommen, treffen sie auf bekannte Gesichter, die bei den weiteren Ermittlungen allerdings im Weg sein könnten. Hallo. Hallo. Was machen Sie denn hier? Ja, wir wollten dabei sein. Nee, da gibt's nichts weiter dabei zu sein. Ich mache mir auch so große Sorgen um Max. Schließlich will ich auch wissen, was mit ihm los ist. Ja, wollen wir auch, aber wir sind ja auch gerade erst reingekommen. Da auf mehrfaches Klingeln niemand öffnet, versuchen die Beamten über den Garten ins Haus zu gelangen. Eine gute Entscheidung, denn offensichtlich befindet sich eine Person in Gefahr. Bleiben Sie da! Hier ruft jemand um Hilfe. Oh. Ja, hallo. Ja, ist die Polizei? Ja, wo sind Sie denn? Oh, 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 oh. Ja, aber wieso denn die Polizei? Oh, 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 oh. Ich habe nach meinem Enkel gerufen. Wann haben Sie denn gemacht? Was ist passiert? Ich bin da irgendwie auf dem Nassen ausgerutscht. Ach, du, brauchen Sie Krankenwagen? Ja, vielleicht helfen Sie aber mal. Ja, komm, können wir Ihnen hochhelfen? Dieser Mistkerl, der hat die Musik so laut gestellt. Ja, pass auf. Warten Sie kurz. So, wo sind Sie auf die Hüfte gefallen, oder? Ja. Können Sie noch was sehen mit der Gurkenscheibe? Langsam. Oh, wenn Sie mir mal helfen, damit ich auf die Beine komme. Ja, Moment. Damit ich diesem Nixnutz da unten mal den Marsch blasen kann. Das ist ja schrecklich. Ja, ganz ruhig. Die ältere Dame scheint sich nicht über das Auftauchen der Beamten zu wundern. Stattdessen wächst ihre Wut auf den unaufmerksamen Enkel im Keller. Die Eltern sind in Urlaub gefahren. Ja. Ich bin hier die nette Omi, die den Haushalt versorgt. Wir hatten gerade einen Einsatz bei der Rika zu Hause. Die hatte da etwas vor mit ihrem Freund. Den kennen Sie ja auch, ne? Ja. Genau. Den kennen die auch. Die wollten sich heute ein bisschen gemütlich machen. Ja. Um das mal nett zu formulieren. Aber Max ist auch ein Kanzler. Ja, der ist dann völlig ausgerastet und ist. Das glaube ich nicht. Ist der Kai denn zu Hause? Weil den müssen wir mal ganz dringend sprechen. Ich habe ja die ganze Zeit nach Kai gerufen. Der 19-Jährige bekommt aufgrund der lauten Musik nichts von den Geschehnissen im Haus mit. Seine Reaktion auf das Erscheinen der Polizei wirft einige Fragen auf. Kai! Kai! Kai, mach die Tür auf! Polizei! Alter, was ist los? Ja, machst du mal eben diese Musik aus? Was soll dieser ganze Scheiß hier? Max Hallo. Ist im Krankenhaus, habe ich gehört. Was soll das alles? Max ist im Krankenhaus. Max ist im Krankenhaus. Hallo. Ein Tütchen raus. Hast du was damit zu tun? Nein. Was habe ich gerade gesagt? Das Tütchen raus. Das Tütchen. Wo ist das Tütchen? Entspannen Sie sich mal. Wo ist das Tütchen? Entspannen Sie sich doch mal. Jetzt diese Musik aus. Ja, doch mal gut. Nein. So, wir gehen jetzt erstmal rein. Sie brauchen doch da gar nichts zu suchen. Fuß weg. Nein. Fuß weg. Sie bleiben hier bei mir, okay? Ben, was ist los? Ja, Musik ist aus. Ich hab hier, da musst du dir mal angucken. Ja. Kommst du klar raus? Wir gehen jetzt mal in das Zimmer, ja? Bleiben wir jetzt ruhig oder was? Oder geht das, ja? Ist alles okay. Nee, ist nicht alles gut. Was habe ich eben gesagt? Das Tütchen aus der Tasche hier. Hier, guck dir das mal an. Ja, da. Tütchen. Badesalz. Was ist da drin? Und eine Feinwaage. Was ist da drin? Was geht hier ab? Ach Mann, das ist nur ein bisschen Badesalz. Ja. Ihr Bruder liegt im Krankenhaus. Können Sie sich vorstellen, warum der im Krankenhaus liegt? Der hatte Schaum vorm Mund. Ey Mann, ich habe doch nicht gedacht, dass der da ich bin so nicht drauf Ihr Mann. Reagiert. Ganz ruhig. Haben Sie das dem gegeben? Ja. Mann. Zu was? Sollte er sich mit einreiben oder was? Nee, der war nervös mit dem ersten Mal mit seiner Freundin und dann habe ich es dem halt gegeben. Den Schlüssel hätte ich gerne mal, den Sie umhängen haben. Ich denke mal, der passt zu der Geldkassette, ne? Ja, Mann, ich wollte damit auch nur ein bisschen Geld machen, Mann. Ich habe doch von dem Internet gehört und. Aha. Kai, wenn das deine Eltern erfahren,
Dass es sich bei dem Badesalz nicht um eine illegale Droge handelt, scheint für den 19-Jährigen keine Rolle zu spielen. Er hat lediglich das große Geld gewittert. Emma, dass du so Nixnutz bist, habe ich längst erfahren. Aber dass es so schlimm ist, das habe ich überhaupt nicht erahnt. Wie viele Leute hast du da denn schon angedreht? Hör auf. Ja, ein paar an der Schule, ein paar andere Leute halt ja, einfach. Ja, dann brauchen wir gleich mal komplett die Liste, weil die Leute müssen wir warnen, ne? Sonst kannst du dich nachher dafür verantworten, dass irgendjemand stirbt. Das ist dein ganzes Leben versaut. So, dann gehen wir mal rauf hier. Hier ist ein bisschen wenig Platz. Lass alles so. Ja. So, das bleibt alles so, ja, wie es ist hier. Feinwaage. Ja, wir machen jetzt gleich die Tür zu. Ist da ein Schlüssel für da? Ja. Ja. Dann machen wir mal zu. Und dann die Kamera sich hier umgucken. Genau. So. Ja, dadurch, dass hier durch den Verkauf ein Erlös erzielt wurde, interessiert das mit Sicherheit auch die K-Wache. Vor allen Dingen auch, an wen er verkauft hat. Weil wir müssen ja davon ausgehen, dass das normale Drogenkonsumenten sind, die hier vielleicht mal auf einen anderen Trip wollten, in der Regel andere Drogen konsumieren. Und da interessiert natürlich auch die K-Wache, wer hier noch die Konsumenten sind. Und der junge Mann, der wird sich dann dementsprechend hier noch wegen eventuell fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen. Jetzt, da Sie schon hier sind, können wir das Ganze auch dann hier vor Ort machen und Sie über den Sachstand in Kenntnis setzen. Ja, danke. Wir sind gerade in den Keller rein und was wir da gesehen haben, dass er da wohl offensichtlich Badesalz, also was man so kaufen kann, in Plastiktüten abfüllt. Und das hat er auch seinem Bruder gegeben und hat ihm gesagt, er soll das mal nehmen. Warum auch immer. Und der hat offensichtlich, und jetzt wissen wir auch den, lassen Sie mich doch mal kurz ausreden. Ich will Ihnen das gerade erklären. Das ist wahrscheinlich auch der Grund für diesen Anfall, für den Schaum, den er da vom Mund hatte. Der hat das wohl durch die Nase konsumiert, ne, und das ist natürlich gefährlich. Ne, das ist nicht dafür gedacht, das ist für Badewasser gedacht und nicht, um das durch die Nase zu ziehen. Er hat das verkauft, wir haben auch unten Geld gefunden. Kai, also spinnst du? Fehlen mir auch ehrlich gesagt die Worte. Also kann ich nicht nachvollziehen, wenn man sowas macht und dann auch seinem eigenen Bruder sowas gibt. Der hat das wohl auch mehreren verkauft, da müssen wir natürlich jetzt auch ermitteln. Ne? Das ist lebensgefährlich. Wie kannst du das deinem eigenen Bruder geben? Ja, ich hatte Glück, beziehungsweise wir haben Glück. Kollegen von K sind ganz in der Nähe. Die haben ihren Einsatz mal gerade beendet und würden jetzt direkt zu euch rüberkommen. Die müssten jetzt in wenigen Sekunden vor Ort eintreffen haben. Nimmt die jemand in Empfang? Ja, ich stelle mich vor die Tür und nehme die Empfang. Bleibst du kurz hier, dann gehe ich dir runter. Ja, alles klar.